was ja aktuell ein ganz wichtiges Thema ist, Umstrukturierung in der Callcenter-Branche. Wie sehen Sie als Experte diese Entwicklung? Ja, die bisherigen Arbeitsplätze in der Callcenter-Branche waren ja eher durch einfache Auskunftstätigkeiten geprägt. Sicherlich in einem gewissen Spektrum. Aber wenn ich jetzt auf so informierte Kunden treffe, wie sie zurzeit mehr und mehr entstehen, wir alle informieren uns in sozialen Medien über Dienstleistungen und Produkte und wollen einfach auf diesem Kenntnisstand qualifiziert beraten werden, dann ist es schwer, dieses Leistungsversprechen dann noch nur allein durch die bisherigen Callcenter-Dienstleister zu erfüllen. Also ich denke auch, eine Polarisierung in der Branche zeichnet sich ganz klar ab. Wir werden mehr Self-Service, mehr Automatisierung auf der einen Seite erleben, auf der anderen Seite ist der Bedarf an qualitativ hochwertigen Kundenservice natürlich auch über die Social Media ganz, ganz unersetzlich und wird zunehmend attraktiv auch für die Branche. Ja, gerade im Bereich der Telekommunikation, die oft Trendsetter sind, also 40% der Marktteilnehmer wollen sich durch exzellenten Service differenzieren. Schwierig wird es immer nur dann, wenn die Unternehmen merken, es kostet Geld. Und die Frage ist, was sind die Unternehmen letztendlich bereit zu investieren, sowohl in die Ausbildung der Mitarbeiter als auch in die Technologien, die solche Informationen für Kunden und Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Ja. Also hier sehe ich auch noch einen ganz, ganz erheblichen Nachholbedarf. Qualifizierung der Mitarbeiter auf der einen Seite. Die Studie Social Media im Kundenservice der Hochschule Bremerhaven hat ja hier eindeutige Defizite belegt. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch ein ganz erheblicher Bedarf an technologischem Know-how, an der Installation entsprechender Software-Tools, wo viele Callcenter im Moment doch noch relativ unbedarft herangehen. Ja, Sie sprachen an die letzte Callcenter World. Social Media war das Stichwort, also auf jedem Stand war mindestens ein Schlagwort Social Media. Die Kunden in dem Umfeld sind hochgradig verunsichert, gerade wenn sie nach Technologien suchen, zu welchem Anbieter gehe ich. Weil der Eindruck ist, jeder kann alles. Aber solange die Kunden nicht genau wissen, was tun sie eigentlich und die Anbieter nicht wissen, was sollen sie eigentlich für die Kunden tun, ist es eine extrem schwierige Situation. Ja, ja. Deswegen auch die Idee des Instituts zu sagen, okay, wir leisten dort Aufklärungsarbeit, versuchen die Kunden zu unterstützen, sich richtig zu orientieren, mit der richtigen Strategie dann letztendlich die richtige Technologie zu finden. Auf der anderen Seite unterstützen wir die Anbieter, indem wir erstmal die Kunden informieren, was sie überhaupt von einzelnen Anbietern erwarten können. Ja, ein sehr interessanter Ansatz. Wir werden diesen Ansatz noch weiter verfolgen. Und gleich erst mal sehen, was denn die Studierenden zu der Gesamtthematik Social Media im Kundenservice erarbeitet haben. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich, Herr Kuhl. Ja, vielen Dank.